Guten Morgen, Sandra hier auf dem Fußboden. Ich mache mich gerade fertig für die Praxis und ich weiß gar nicht. Also, ich liebe ja meinen Job, ne? Und ich fahre unfassbar gerne raus in die Pferdepraxis. Aber, ey, dieses Angeziehe morgens, ne? Manchmal denke ich, kann mich überhaupt nicht bewegen. Skihose, lange Unterhose, dicke Winterschuhe, ein dickes Oberteil und dann noch eine Weste und dann noch eine Jacke. Also ich bin froh, wenn wir diesen Winter hinter uns haben. Und ich glaube, da geht es vielen anderen Menschen auch so, die halt im Hauptfeld draußen arbeiten. Naja, aber das ist gar nicht das Thema, worüber ich mit euch sprechen wollte. Ich mache ja im Moment den Emotional Leasing Kurs. Also morgen und Sonntag ist der zweite Teil. Und das ist eine total tolle Truppe. Was mir aber dazu eingefallen ist und das auch nochmal in Bezug auf ein Patientenpferd aus der letzten Woche, wo ich auch das Emotional Leasing gemacht habe. Negative Emotionen sorgen im Körper für eine Art Dauerstress. Stress, wissen wir ja alle, macht grundsätzlich krank und ist auch nicht gesund. Wenn du diese negativen Emotionen im Unterbewusstsein festsitzen hast, durchlebst du aufgrund dessen, was du im Außen auf- und wahrnimmst, immer massiven Stress in deinem System. Das vegetative Nervensystem reagiert mit Anspannungsreizen, mit Überfordertsein, mit Übersensibilität quasi auf das, was in deinem Körper ist, beziehungsweise auf das, mit dem du in Resonanz gehst. Ich weiß, es ist immer ein bisschen kompliziert, hört sich das an, aber wir haben letztes Wochenende zum Beispiel auch die Negativspirale durchgearbeitet, erarbeitet, uns angeguckt. Es gibt negative Emotionen, beziehungsweise die Emotionen bringen dich in eine Form von negativer Schwingung. Dann gibt es eine, die andere Seite natürlich, wie Liebe, Glaube, Hoffnung, Glück, Zufriedenheit, Frohsinn, Leichtigkeit. Das sind alles Dinge, die bauen dein Energiesystem auf und die bringen dich in, ja, in eine positive, gute Schwingung. Neid, Angst, Kontrollverlust, Verlassenheit. Was haben wir denn noch? Oh, ich habe über 60 verschiedene Emotionen, mit denen wir arbeiten. Die bringen dich letztendlich in so eine, ja, Frustration, die Depression ist da drin, die Hilflosigkeit, der Kontrollverlust, das Nicht-Geliebt-Werden, die Verlassenheit. Verlassenheit ist ein Riesenthema. Auch die emotionale Verlassenheit eines Elternteils. Oder schaut euch nochmal das Video an oder die Videos an, wo es darum geht, dass man die Kinder einfach weggepackt hat in Säuglingsstationen. Oder guckt euch die Videos an, wo man die Kinder einfach sich selbst überlässt und schreien lässt, damit sie vor Erschöpfung einschlafen. Das sind alles Dinge, die machen unfassbar viel mit uns. Und diese Dinge hängen einfach im System fest. Und wenn auch bei den Pferden oder bei den Hunden ist es so, wenn du halt in dieser Negativschleife bist und diese negativen Emotionen in dir hast, drückt dich das ganze System runter. Jetzt haben wir ja das Resonanzgesetz. Ich rede immer, ich weiß, es ist immer sehr viel, aber es gehört halt alles zusammen. Jetzt haben wir das Resonanzgesetz. Was macht das Resonanzgesetz? Das Resonanzgesetz geht in Resonanz mit den Dingen, die in deinem Energiesystem vorhanden sind. Also wenn du halt ganz, ganz viel Negatives in deinem Energiesystem hast, ist auch dein Außen, deine Außenwelt sehr negativ eingestellt. Und ich habe das letztens von einer Kollegin gelesen, geh aus dem Drama raus. Und das ist so, ne? Wenn du so viele negative Dinge in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast, dann lebst du ein völliges Drama. Dann lebst du in diesen Dramen. Und es ist für dich ganz normal, in einer Welt mit Drama zu leben. Drama bedeutet, dass immer irgendwas passiert in deinem Leben, ja? Immer ist irgendwie Ärger, immer ist Stress, immer gibt es Dinge, worum du dich kümmern musst oder gar keine Lust drauf hast. Stress in der Partnerschaft, Stress mit Kollegen, Stress mit, keine Ahnung. Im
Sozialgefüge bei den Pferden ist es auch so. Ja? Man erlebt immer dieses Dramatische. Es ist immer alles so, wow, ganz schlimm, Hilfe, mein Leben ist das reinste Chaos. Aber ich erlebe das immer wieder und immer wieder, gerade auch im Privaten, dass viele Menschen in diesem Drama verhaftet sind. Ja? Ich kenne das nicht und ich denke ganz oft, mein Gott, ist mein Leben langweilig. Ich bin einfach zufrieden und ich lasse mich davon auch irgendwie nicht anstecken. Aber ich habe auch unfassbar viel an mir und meiner Einstellung zum Leben gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch das, was unglaublich wichtig ist, raus aus diesem Drama zu gehen und rein in das Schöne. Ja, das Leben ist so wundervoll und das Leben ist einfach so entspannt und ruhig, wenn du nicht mehr in diesen Dramen bist. Das ist so, wenn du unrund in dir läufst, also wenn du total unrund, unzufrieden bist und wenn da ganz viele Dinge in deinem inneren Konflikt zum Beispiel, das sind alles Themen, ja, guck dir mal dein Leben im Außen an. Wie ist dein Leben? Wenn du total chaotisch bist in dir selbst, weil du nicht klar und aufgeräumt in dir selbst bist, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Leben entspannt ist und dass dein Leben klar und aufgeräumt ist, dann lebst du halt immer dieses Chaos, in Anführungsstrichen Drama. Ja? Alles ist dramatisch für dich. Und wenn du dich sortierst und wenn du viele, viele, viele Dinge dir auch einfach mal anschaust, die Themen dir anschaust, die in deinem Unterbewusstsein schlummern und die Themen auflöst, wird es viel ruhiger in deinem Leben. Die Frage ist, ob du damit umgehen kannst. Also mir fällt das manchmal schwer. Ich denke so, alle anderen haben immer so viel Stress und so viel Ärger und ich habe das nicht. Ja, ich bin froh darüber, dass ich das nicht habe, dass ich ein ruhiges Leben lebe, den Job machen darf, den ich unfassbar gerne mache und einfach so sehr liebe, draußen rauszufahren, es sei denn, es ist Winter, rauszufahren in die Welt, in die Natur, zu den Pferden, weil die geben uns einfach unsagbar viel zurück. Wenn man hinguckt und wenn man reinhört und wenn man reinfühlt, da ist so viel, was sie uns an Informationen geben, auch Informationen über uns selbst. Und sie brauchen unfassbar viel Unterstützung und Hilfe und die Stimme. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren entschieden, ich bin ihre Stimme. Und in der Kommunikation und in der Vermittlung mit deren Menschen, ja, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf psychischer Ebene, in der Psychosomatik und dem, was unsere Pferde umgibt und chronische Krankheiten, warum, wieso, weshalb und wer, woher sie kommen. Also es ist, ja, es ist halt ganzheitlich. Ne? Du musst das Tier, das Pferd in seiner Ganzheit betrachten, genauso wie dich als Mensch. Ach, es ist einfach immer wieder spannend. Ich könnte noch eine Stunde weiter quatschen, aber ich muss jetzt los. Ich fahre jetzt raus und ich freue mich auf diesen Tag. Ich fahre nicht ins Sauerland, ich fahre entgegengesetzt aus dem Chaos raus, aus dem Schneechaos. Schneechaos, Wetterchaos. Ja. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an unserer globalen Situation. Das Wetter, das Chaos im Außen und das Chaos in vielen Menschen im Innern. Das Drama. Und wir müssen raus aus diesem Drama. Ich sag's euch, das ist nicht gesund und es stresst dein Nervensystem. Und du lebst immer in einer Anspannung. Schlafstörung. Ja? Hast du nachts Schlafstörung, wirst du nachts permanent wach, weil dich die Dinge so beschäftigen. Magenschmerzen. Störungen im Bereich der Verdauung. Ständig Aufgasung. Hast du ständig Rückenschmerzen? Oh, Rückenschmerzen, ein Riesenthema, was viele Menschen betrifft. Woher kommen denn die Rückenschmerzen? Ist die Last einfach zu schwer, die du trägst oder die man dir aufgebürdet hat? Das ist schon viel. Und in meinen Kursen, ich freue mich schon wieder wahnsinnig auf morgen, wenn ich wieder mit meiner Truppe in die Gespräche reingehen kann, um dafür aufzuzeigen, wie wichtig das ist, sich zu sortieren und
sich von diesen ganzen negativen Behaftungen, Verhaftungen, Anhaftungen zu lösen. So, in diesem Sinne, jetzt muss ich aber los. Ich komme bestimmt nochmal wieder mit einem neuen Video. Jetzt muss ich erstmal aufstehen hier. Habt einen schönen Tag. Bis ganz bald.